Finde ich doch viel geiler. Ey, Olli, ich komm gleich wieder, gell? Ich bin ein bisschen. Geil ist, zwei Minuten stell mich. Ja, ob's mich umziehen, ist, okay? Kann ich nicht sogar alleine reden. Ja. Also bis gleich, ciao. Oh, bis gleich. Also ich krieg das nicht gebacken. So. Mikro, ich wollte gerade eine Aufnahme machen. Alter, das hat Störung. Nein, jetzt hat es fast geschafft. Okay, so kriegen wir es auf jeden Fall hin. Nein. So, jetzt aber. So. Jetzt fängt es wieder an. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Was passiert hier? Oh oh. Olli! Ja? Was ist gerade übelst interessant, schweiz dich dazwischen. Ist die Wand an. Soll ich hin? Soll ich? Ah. Oh, ich hab mir gerade mal geil was zum Futtern geholt. Sag mal leise, ist gerade voll interessant. Gib mir Licht. Ah, das merkt er. Puh, ich werd sterben. Ah, komm, dreh dich dran. Ich werd weiter. Ich muss da hoch. Scheiße. Oh. Okay, da war ein Stein. Alter, ich sag, das Geilste ist. Boah, lass mich halt. Das Geilste ist Erdbeerschokolade gekühlt, Alter. Es gibt nichts Geileres. Was? Erdbeerschokolade? Boah, Erdbeerschokolade ist mein. Ja. Die ist echt. Und die gekühlt im Kühlschrank, Alter. Boah, das ist. Das und dann so im Sommer. Boah, das ist echt geil. Boah. Gut, dass wir momentan Sommer haben. Ja, voll Sommer, voll warm und so. Voll der Dreck. Mhm. Bei uns pisst's grad. Ja, echt. Bei uns nicht. Bei uns ist bewölkt, aber. Alter, scheiße, Wand an. Nein! Oh ne, ich muss da hochspringen, scheiße. Alter, Domi? Ja, bin schon noch da. Dein Mikro, das ist richtig am Arsch. Das hat vorhin so voll die Störung gegeben. Wirst ja später sehen, wenn ich dir die Aufnahmen gebe. Das war abnormal, Alter. Okay, ja, ich weiß, die Störung. Komm, ja, Gott sei Dank ist das Problem nur mal bei uns. Welches Problem? Das mit dem Weich, mit dem Sätze abhacken. Oh ja, einfach bei Teamspeak Dauerton einstellen. Ja, Tipp für euch an. Ja. Stellt Dauerton ein. Nein. Sonst hackt es die Sätze am Schluss so ab. Ja. Obwohl, wir haben jetzt ein Update rausgebracht. Vielleicht ist es da auch wieder anders. Also sei mal leise. Oh ja. Ich bin doch voll ruhig. Ja, was knistert da? Was macht das? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist die Schokoladentafel. Das verdirbt die ganze Aufnahme. Komm. Oh, lecker. Oh, Alter, auf Bildzeitung ist jetzt so hässliche Werbung. Immer wenn du nach unten scrollst oder so, läuft die immer mit. Hä? So behindert. Ach so. Machst du Werbung an der Seite, diese bewegliche, wenn du nach oben scrollst und nach unten kommt die mit. Ja, voll dumm. Du musst irgendwie mit Werbung Geld verdienen. Auf Werbung echt so. Man extrem viel Geld. Oh ja. Vor allem Schleich. Naja, kommt drauf an. Ist ja nicht mehr normal, wie viel man da verdient. Vor allem, du musst mal auf den Webseiten schauen, egal auf welcher, findest du überall Werbung. Gut, ich laufe jetzt hier. Und vor allem versteckt. Ja, übelst. Guck mal, wenn man sich so überlegt, so ein Sportplatz, sagen wir mal so ein Rennradfahrer, der, ja. Laser, der bekommt für so einen Kanal, für so eine Werbung, die, keine Ahnung, die 5 auf 5 cm groß ist und auf seinem Trikot drauf genäht ist, bekommt er ein paar Millionen. Na, kommt drauf an welcher. Was? Aber Wikipedia ist jetzt zum Beispiel ohne Werbung, gell?
oder? Die ist ohne. Ich weiß nicht, verdienen. Also die, wo bei Wikipedia arbeiten, verdienen die schon was. Keine Ahnung. Alter. Ich schau gerade. Ich sag jetzt mal nur 1 Million Pixel Page. Oh ja, das ist für alle, die sie nicht kennen. Okay, das kann ich hier nicht teilen. Das ist so eine Seite, die hat 1 Million Pixel und du kannst dir einen Pixel kaufen und ein Pixel kostet $1. Und der Typ, der wo die hergestellt hat, hat schon wieder sein Mikro ganz am Arsch. Und der Typ, der sie hergestellt hat, der hat alle Pixel verkauft und ist jetzt Millionär. Ich bin gerade auf der Seite, das ist so geil. Das sieht richtig gut aus. Aber was ist da denn ein Pixel? Ist da ein Pixel? Ja, ein einziger. Zoom mal ganz genau ran, dann siehst du es. Alter. Alter, ich. Also, ich muss hier runter. Das Geile ist ja immer noch, wenn du, egal wo du rumgehst und irgendwo draufklickst, du wirst ja auf irgendeine Webseite verlinkt. Ach so, auf die Werbung meinst du, wenn du auf die Werbung klickst? Ja, super, ja. Aber weißt du, wie sollen die sonst Geld verdienen? Jetzt egal welche Webseite, du musst ja irgendwie durch Werbung dich finanzieren können, sonst springt ja alles gar nichts. Ja, außer du hast eben. Wie willst du sonst? Alter, also ich weiß gerade nicht, ja, wie ich hier weiterkommen soll. Du musst ja, wenn du da so was willst, dann. Oh Mann. Ja, ja. Ja, ich komme hier gerade nicht weiter. Ich würde sagen, Mann, eine Aufnahmepause. Es wird ein bisschen langweilig. Ist nicht dein. Laber keinen Scheiß, Alter. Olli, wir nehmen jetzt gerade 20 Minuten auf. Jetzt ja. Machen wir noch eine halbe Stunde oder so, Alter. Alter. Ja, ich komme hier nicht weiter. Ich habe gar keinen Plan, was ich machen soll. Ja, dann mach einfach weiter, wenn du jetzt gleich aufgibst, Alter. Du bist da nicht rum. Nee, es wird ja nur langweilig. Dann red über irgendwas Interessantes. Ja, hast ein geiles Thema. Du blockst bei jedem Thema voll ab, finde ich. Warum? Egal, mit was ich komme. Keine Ahnung, irgendwie kommst du immer da gleich mit Limbo oder so. Egal. Ja, dann sag. Bleib mal bei Thema Werbung. Oh, Mann, Thema Werbung, finde ich voll geil. Mann, komm mal hier. Mann, ja, Bunde. Thema Fahrräder. Was sagt dir das? Fahrräder. Bus und Bahn. Vor allem, wenn man überlegt, ja, wenn du halt ein eigenes Auto hast. Ist ja auch übel teuer. Versicherung, Reifen, Bremsen. Wenn du so ein Fahrrad hast. Oh ja. Aber bist du auch am Fahrrad. Ja, aber hast du. Hast aber trotzdem Reparatur. Aber mit ja, aber halt. Das ist gleich nicht so teuer wie dein Auto. Das stimmt. Jetzt habe ich aber. Du, wenn du jetzt, keine Ahnung, 14 oder so bist, so wie wir jetzt, da kannst du ja schlecht mit dem Auto fahren. Ja, klar. Das, halt das geht ja schnell. Das ist halt der andere Nachteil. Alter, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Das muss ich hier. Oh, bist du schlecht. Ja, nee, hier sind gerade so Laser und ich hab keine. Da oben komme ich nicht hin. Aber es ist halt Hammer Nerven, ist, wenn du mit dem Fahrrad oder so einen Berg hochfährst. Oh, ja. Da bist du mit dem Auto. Richtig geil schnell oder mit dem Bus. Also gut, Bahn zum Beispiel, der hat ja auch immer Verspätung, ist halt auch nicht so vorteilhaft. Und du kommst nicht direkt ans Ziel. Das stimmt auch wieder, da bist du mit dem Fahrrad wesentlich schneller. Oder direkt. Mit dem Bus eigentlich auch. Oh ja. Aber wenn du dann überlegst, was du im Bus manchmal an Wartestellen oder an Haltestellen warten musst. Bei uns ist das so extrem, keine Ahnung, der wartet manchmal, der Busfahrer an der Bushaltestelle ohne Grund, einfach mal so, keine Ahnung, 5 Minuten oder so, das regt halt kaum auf. Weißt du, wie ich meine? Ja. Jetzt das regt dann auch. Aber das, das Dumme an der Bahn ist halt zum Beispiel, wenn du die verpasst, das ist auch nicht, das ist auch richtig kacke. Boah, ich weiß echt nicht, wie ich hier weiterkomme. Was ist das Problem? Hier sind so zwei Lasersteine. Eine waagrecht und eine senkrecht. Ja. Ah, jetzt check ich's, jetzt check ich's. Hast du nicht Limbo schon mal durchgezockt, hast du gesagt? Am Arsch habe ich das. Ich hab's mal runtergeladen, ein bisschen gezockt, dann wurde es aber langweilig. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert.